Silly Game hat mich gekillt. Ja, der ist voll kacke mit seiner Sniper-Rifle da. Warum haben wir eigentlich keine Sniper im Team? Das ist nämlich die Frage, die hier im Raum steht. Oh Gott, schon 20.10 Uhr, Männer. Stehen. Nein, du bleibst musst du nicht. Sag, es war unsere Schuld, wir haben dich festgehalten. Lass die Runde wenigstens noch zu Ende machen, oder? Ja, die Runde machen wir noch zu Ende. Kennt eigentlich deine Freundin mich vom Namen her schon so ein bisschen? Ich glaube schon. Also ich glaube, viele kennen dich vom Namen, Herr Mento, weil du auch vom Organ der Lauteste bist. Ja, das tut mir leid. In den Aufnahmen. Das tut mir natürlich leid, das ist, weil ich in einer sehr laut, starkhalsenden Familie lebe. Das liegt an den Österreichern. Das macht doch nichts, Mento. In Österreich. Hallo? Hallo, genau. Ja, also ich meine, ich über die Berge und wegen dem Echo. Oh, guck mal, wieder mit der Finger. Guck mal, ich wackle auch mit dem Finger. Ich kann's auch. Neo, guck mal, Neo. Oh Neo, mein Neo, Gott, Neo, Moment mal. Wie das aussieht. Not now, Derek. Merkt ihr was an eurem Gespräch? Hey Leute, guck mal, ich kann den Finger wackeln. Verstehst du? Ich hab mal eben den Freestyler gekillt. Jan! Wie geht es? Da bin ich, da! Rette mich! Es geht nicht, ich kann dir aber ins Licht schießen. Nein! Jetzt bist du ganz tot. Mensch, du hast geholfen. Nein. Killer, du wirst nicht glauben, ja, ich lebe wieder. Hallo, hier kann mich einer von euch wiederbeleben. Ach, wo liegst du? Auf deinem Grab? Nein. Ich muss noch die Zitronen-Challenge machen. Ja, du musst noch die Zitronen. Aber ich mag Zitronen nicht. Ich mochte sie auch nicht. Hat man doch gesehen, oder? Meine Freundin hat sie vernascht. Und ich hab fast gebrochen. Ich lass es meine Mutter machen. Alles klar, Mento, alles klar. Ja, Jan, du musst mich ja jetzt hier auch mal ein bisschen öfter in den Videos erwähnen. Ach so? Ja, nein. Mich musst du noch öfter erwähnen. Ich hab ihn alle. Ich versuche immer so viel wie möglich zu erwähnen, aber... Wo ich hier auch einen YouTube-Kanal habe, da solltest du dann auch ein bisschen Werbung für mich machen, damit ich auch was abstaube, ne? Natürlich, es muss ja mindestens was abgestaubt sein. Sagt einfach mal alle eure YouTube-Namen. Los geht's! Thank you. Gronkh. Weißt du, morgen hat Gronkh einen Abo-Anstieg von 3 Milliarden. Ah je. Wir hätten alle dir sein können. Ja, kann hier stehen, mal wiederbeleben. Ja, da liegt doch jemand auf dem Boden. Vielleicht geht's jetzt, ich sehe dich. Und? Schau und sag's ja, komm, du schaffst das. Ich will dich nicht dazwischen quatschen. Ich kann nichts machen. Das ist ja kacke. Aber ich glaube, Onkel weiß, wie es geht. Ja, weil ich gerade auf dem Boden bin. Ich mach das immer selber. Was war denn das eigentlich vorhin für ein Video, Alter? Ich war voll verwirrt. Das war so. Absolut cool. Ich lag hier wieder mal. Ich saß so mit offenem Mund da und dachte mir, es geht ab. Ja, ich hab. Das hat sich folgendermaßen ergeben. Ich bin letzte Woche irgendwann heimgekommen und hab Essen gemacht und hab mit dem Hasen geredet. Ich hab hier einen Hase. Und ungefähr so habe ich geschwätzt, also einfach so total behindert, dachte mir, Moment mal, das ist gar nicht mal so unlustig vielleicht. Da lag der Hase auf dem Rücken und hat gelacht, das kann man bringen. Das kann man bringen, Mensch. Und dann dachte ich mir, ich mach das einfach mal, ich muss doch eh mehr machen hier. Nicht immer nur Pillepalle im Arsch bohren, ja? Auch mal was Neues machen. Ran! Ich stirb! Ich wollte eigentlich nur eine Sache mit Stromberg machen, aber oh, wie, nun, Ding. Nun, es ist. Oh ja, jetzt rede mal wie Stromberg einfach ab jetzt so, die nächsten 5 Stunden. Mensch, Ulf. hier, der Räuchelhilpers, ne? Der. Weil, wie war das? Der hat ganz starkes Asthma. Ah ja, ist natürlich schlimm. Ah. Oh, und wie heißen sie nochmal? Lehnhoff, ne? Lehndorf. Da ist ein Kuschi. Was, wo? Kuschi, ich seh dich. Du rennst doch da hin rum. Stirb. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab dich mitgenommen. Aber wir haben auch zu dritt auf dich geschossen, ne? Den jagt mich nicht. Das ist natürlich schwierig dann in so einer Situation, ja? Wenn der Bäcker ein Lied von singen. Und da kommt wieder einer von hinten. Vorsicht, Leute, pass auf. Pimmeln weg. Heyo, Black Betty, Ramadam. Schön ins Gesicht. Akim, rechts ist er. Ja, Akim hat einen Flammenwerfer. Alles klar, ich geh mal aus dem Weg. Ja, da unten rechts steht er. Ich erreiche ihn. Akim, du machst es! Ja! Ist er tot? Ja, hab ihn geheadshottet. Ich hab die Bombe, ich blend jetzt einfach. Ja, aber ich finde doch den Weg wieder nicht. Ja, wo ist der Gegner, ist die Frage jetzt. Frage Nummer 1. Ja, wahrscheinlich. Ist der Gegner. Wahrscheinlich bei dem Spot, bei dem ich jetzt gerade planten will. Ja, du musst ja, ich benutze. Oh, jetzt kaufe ich mir natürlich erstmal was Großes. Cool, kurz vor Ende benutzt du den Automat. Clever. Stimmt, hast recht. Erstmal rausgehen mit Rechtsklick. Das seht ihr dann in der nächsten Folge.